wie schnell man mit so einer Schnellschussarmbrust wirklich schießen kann. Vielleicht sogar so schnell wie mit einem Maschinengewehr. Naja, und wie du dieses Leuchtpunktvisier hier gewinnen kannst. Ja, wenn dir das interessiert, dann bleib dran. Hallo, willkommen, das ist der Rainer Rosser vom Survival Shop Überlebenskunst. Schön, dass du dabei bist. Da ist sie wieder, meine Schnellschussarmbrust. Die habe ich schon im Sommer mal vorgestellt. Und riesengroße Freude habe ich auch damit, weil so viele Leute einerseits das Teil genial finden und habe da sehr viele Zuschriften dazu. Und eine dieser Zuschriften sagt, Rainer, wie schnell kann man die denn eigentlich wirklich schießen? Und das wollen wir in dem Video ein bisschen austesten. Ich gebe dir da einen Link zu dem Video, das ich zuerst gemacht habe, wo ich sie auch genauer vorstelle. Das tue ich hier jetzt nicht. Unten findest du auch den Link zu meinem Shop. Dort sind alle Videos noch einmal zusammengepasst. So, die Schnellschussarmbrust mit einem Leuchtpunktvisier, einem verbesserten Leuchtpunktvisier. Gebe ich dir auch unten den Link in meinen Shop. Das sind jetzt, 6 Meter ungefähr, ja, sowas in diesem Bereich ist das. Und ich habe jetzt mal die erste Motivation, 3 Pfeile mit dieser Schnellschuss-Cobra-Armbrust ins Ziel zu bringen. Und zwar innerhalb von 15 Sekunden. So, ich schalte mir da jetzt mein Handy ein, damit ich das auch sehe. Und so. Sekunden, sagt mir mein Handy. Also das ist sie gerade ausgegangen, aber schnell schießen kann jeder. Jetzt müssen wir schauen, ob ich auch was getroffen habe. Okay. Also, alle 3 im Zentrum sozusagen. Ich meine, es wäre noch schöner gegangen, aber das ist okay. Die Cobra ist so stark, dass sie in dieses Spezialziel, das ich hier habe, massiv eindringt. Also das ist wirklich echt fett. Ja. Habe aber auch schon einiges drauf geschossen. Aber wie auch immer, auf jeden Fall, das geht einmal ganz gut. Also 15 Sekunden, 3 Pfeile, 15 Sekunden, das geht einmal. Jetzt wollen wir das ein bisschen toppen. Na gut, jetzt schauen wir, ob das natürlich mit 5 Pfeilen in 25 Sekunden geht. Ich bin gespannt. Also den ersten, den spanne ich immer ein, weil sozusagen der ist im Standby. Und die anderen muss ich dann schießen. Also ich bin schon gespannt, ich bin wirklich gespannt. Was glaubst du? Und es gibt dann auch noch eine kleine Challenge, aber dazu kommen wir später. Wichtig dabei ist, dass du wirklich komplett durchziehst beim Repetieren. Wenn du das nicht tust, machst du einen kleinen Fehler. Das heißt, man muss das auch trainieren, wenn man schnell schießen will. Wow, ja! 26 Sekunden hat mir mein Telefon angezeigt. Aber jetzt schauen wir, ob die alle im Leben sind. Okay, also der ist daneben. Aber nein, ich schwör's. Robin Hood, alive, hier im Billachtal in Österreich. Ich habe einen Pfeil gespalten. Das gibt's doch gar nicht. Pfeil im Pfeil geschossen da. Also 1, 2, 3, 4 und der 5. der ist auch außen. Aber das ist wirklich, das ist der Hammer. Also das taugt mir jetzt volle. Ja, also ich finde, das Teil ist absolut genial und ich glaube, ich habe gezeigt, wie schnell man damit schießen kann. Und jetzt die Challenge. Schaffst du es schneller als ich, also schneller als 25 Sekunden hier auf 6 Meter 5 Pfeile mit der Cobra, ob jetzt mit dem Kit, also mit dem Schaft oder ohne, ist mir egal, hineinzuschießen. Schaffst du es? Wenn du es schaffst, kriegst du von mir ein Leuchtpunktvisier zugeschickt. Das gilt in der gesamten EU und der Schweiz. Ja? Nicht der erste, sondern einfach, wenn du es schaffst, kriegst du genau mein Leuchtpunktvisier zugeschickt, ja, kostenlos, ja, mein Wort drauf. Aber du musst es filmen. Du brauchst es nicht auf YouTube stellen, man kannst du natürlich, wenn du willst, musst du aber nicht. Aber ich möchte es natürlich auf Video sehen, das kann ein Handyvideo sein, ist mir alles egal. Und wenn du das schaffst, kriegst du dieses spezielle Leuchtpunktvisier, ja, das ich mir extra für einerseits dieses Cobra-System, aber auch für die HDR50 besorgt habe, von mir kostenlos zugeschickt.
5 Pfeile, 6 Meter, unter 25 Sekunden, schlag den rein. Coole Sache. Einen Tipp mag ich noch geben, weil ich das immer wieder gefragt werde. Wichtig dabei ist, dass du komplett aufrepetierst und nach hinten ziehst. Das ist entscheidend aus dem Grund, weil es sonst zu Hemmungen kommen kann und dann, ja, dann macht die ganze Sache Spaß. Das war's. Ich sag danke. Mag dir immer Daumen nach oben oder nach unten bitten. Link zu allen Produkten, auch zu diesem Schießsack da hinten, kriegst du bei mir hier. Alles bei mir im Shop, wenn du das willst. Das ist überhaupt kein Thema. Oder besorgst du mal anders oder wie auch immer, wie du willst. Ja. Ein Abo, da geht's zu meinem Reini Rossmann Survival-Kanal. Aber andere Videos zum Anschauen. Hat mich gefreut, dass du dabei warst. Und bis bald. Ciao.